I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 29. November 2023. Schönen guten Morgen. Wir schauen heute auf die Fußball Champions League Spieltag 5. Wir schauen auf die NFL nach der 12. Woche und wir schauen auf den Start der Handball-Weltmeisterschaft bei den Frauen. Aber zu Beginn haben wir erstmal was ganz, ganz Erfreuliches, denn die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft steht im Finale der WM. Ich weiß nicht, wer es gestern gesehen hat, war eine ganz, ganz heiße Partie gegen Argentinien. Dann haben wogte hin und her, muss man sagen, das 1-0 Deutschland. Dann hat die Argentinier 2-0 geführt. Dann hat Deutschland das wieder gedreht, hat dann 3-2 geführt. Die Argentinier machen in der Nachspielzeit, dann glaube ich 7. oder 8. Minute Nachspielzeit, das 3-3. Und dann geht es ins Elfmeterschießen und da gewinnen die deutschen Jungs und stehen damit also im Endspiel. Da geht es gegen Frankreich. Die haben gegen Mali 2-1 gewonnen im anderen Halbfinale. Also freuen wir uns aufs Wochenende auf ein tolles WM-Finale mit deutscher Beteiligung. So, dann kommen wir aber zum dritte Liga. Bevor wir zur Champions League kommen, noch ein Spiel. Nachholspiel von gestern. Halle gewinnt 2-1 bei Freiburg. Zweiter, damit entfernt sich Halle zumindest mal für 3 Punkte von den Abstiegsrängen. Freiburg bleibt tief im Sumpf stecken. Heute gibt es noch ein Nachholspiel. Saarbrücken gegen Duisburg. Das Ganze um 19 Uhr auf Magenta Sport. Weitere Nachholspiele, die heute noch stattfinden. Spanien, Mallorca gegen Cadiz um 21 Uhr. Das kann man auf der Zone gucken, wenn man will. In Frankreich spielt Montpellier gegen Clermont Foot um 19 Uhr. Aber das ist jetzt alles noch nicht so das ganz große Ding. Wir schauen auf die Champions League. Ich hatte es euch ja schon versprochen. Was ist gestern passiert? Borussia Dortmund bestimmt die Schlagzeilen. Die gewinnen nämlich 3-1 beim AC Mailand. Und damit stehen sie als erstes und bisher einziges Team ihrer Gruppe im Achtelfinale. Und das ist diese Hammergruppe, in der sie spielen. Herzlichen Glückwunsch an den BVB zu diesem tollen Ergebnis. 10 Punkte jetzt. Dahinter haben wir Paris mit 7, Newcastle 5 und Milan 5, weil nämlich Paris auch tief in der Nachspielzeit noch einen sehr zweifelhaften und schmeichelhaften Elfmeter bekommen hat gegen Newcastle. Den haben sie aber verwandelt zum 1-1. Damit also jetzt Dortmund 10 Punkte, Paris 7, Newcastle 5, Milan 5. Am letzten Spiel hat das direkte Duell Newcastle gegen Milan. Und der Sieger dieses Spiels, der kommt dann auch noch weiter, wenn Dortmund gleichzeitig Paris schlagen sollte zu Hause. Also das heißt, der BVB hat die Chance, Paris möglicherweise rauszuschießen aus der Champions League, außer die beiden anderen spielen unentschieden. Dann ist Paris so oder so weiter. Also es wird noch ein ganz, ganz interessanter letzter Spieltag am 13. Dezember. Für Leipzig war klar, dass die schon durch sind und dass es auch in Manchester bei City ein hartes Brett, dickes Brett, muss ich mal glaube ich, ein dickes Brett zu bohren gibt. Sie haben 2-0 geführt zur Pause und dann haben sie am Schluss trotzdem verloren. Mit 2-3, damit also Manchester City Gruppensieger mit 15 Punkten. Überhaupt ist die Gruppe jetzt komplett entschieden. Leipzig ist Zweiter mit 9 Punkten und ebenfalls Weiter. Dritter die Young Boys Bern, die haben 2-0 gewonnen gegen Roter Stern Belgrad, haben jetzt 4 Punkte und den direkten Vergleich Roter Stern 1 Punkt. Die sind damit Letzter. Also alles entschieden, Roter Stern Belgrad scheidet aus nach dem letzten Spiel gegen Manchester City, was sie haben. Die Young Boys gehen in die Europa League Playoffs und Manchester City sowie Leipzig kommen eine Runde weiter. Leipzig dann noch gegen die Young Boys am letzten Spieltag, aber diese Gruppe hat tatsächlich überhaupt keinen Reiz mehr. Das müssen wir klar so sagen. Bringt der Modus halt so mit sich bei den Gruppenspielen. Ich habe ja gestern schon gesagt, der 5. Spieltag ist der beste, weil da fallen die meisten Entscheidungen. Und jetzt sind schon viele gefallen vor dem letzten. Gucken wir in die Gruppe H. Da haben wir Barcelona vorne mit 12 Punkten. Die haben gewonnen 2-1 gegen Porto. Damit Barcelona ebenfalls im Achtelfinale. Porto mit 9 Punkten Zweiter. Hat jetzt Shakhtar Donetsk im Nacken. Die haben 1-0 gegen Antwerpen gewonnen. Da auch 9 Punkte jetzt auf dem Konto. Antwerpen ist Letzter mit 0 Punkten, das wussten wir schon vorher. Aber es kommt am letzten Spieltag jetzt zum direkten Duell. Porto gegen Shakhtar. So, und wer da gewinnt, ist zusammen mit Barcelona weiter. Eine schöne Ausgangslage, wie ich finde. Antwerpen gegen Barca haben wir auch noch am letzten Spieltag. Und in der Gruppe E, das sieht so aus, Atletico Madrid ist jetzt Erster, 3-1 gewonnen bei Feyenoord Rotterdam. Lazio gewinnt 2-0 gegen Celtic. Damit ist Celtic schon sicher Letzter mit 1 Punkt. Feyenoord ist sicher Dritter mit 6 Punkten und geht in die Europa League. Und vorne haben wir sicher weiter Atletico und Lazio mit 11 und 10. Also auch da fehlt jetzt noch der ganz große Reiz in dieser Gruppe. Letzter Spieltag Atletico gegen Lazio um den Gruppensieg. Aber gut, weiter sind sie trotzdem beide. So, dann schauen wir mal, was heute noch passiert. 4 Gruppen stehen an. Wir starten um 18:45 mit der Gruppe A. Galatasaray gegen Manchester United. Ist schon gleich ein wichtiges Spiel. Es spielt dann um 9 im zweiten Block noch Bayern gegen Kopenhagen. Bayern ist schon Erster in der Gruppe, ohne Wenn und Aber. Mit 12 Punkten, da führt kein Weg mehr dran vorbei. Die anderen sind ganz eng beisammen. Kopenhagen 4, Galatasaray 3, Manchester United 3. Es könnte sogar Manchester erwischen an diesem Spieltag. Wenn die nämlich jetzt verlieren bei Galatasaray, holen sie die nicht mehr ein. Und wenn dann Kopenhagen gegen vielleicht die B-Mannschaft von Bayern gewönne, dann wäre Manchester United sogar schon Vierter und ganz raus international. Es wird so nicht kommen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Kopenhagen bei Bayern gewinnt. Aber
Bleibt auf jeden Fall interessant. Vor allem letzter Spieltag dann Kopenhagen gegen Galatasaray. Auch noch interessant. Man United gegen Bayern. Möchte ich keine Prognosen abgeben. Ist hinter den Münchnern auf jeden Fall ganz spannend. 21 Uhr also die Bayern selbst und um 18:45 Galatasaray gegen Man United. Zusammen übrigens mit Sevilla gegen PSV aus der Gruppe B. Alles heute auf DAZN in der großen Konferenz wieder, wie jeden Mittwoch. Sevilla, PSV da. Die Gruppe sieht so aus. Arsenal ist vorne mit 9 Punkten. Dann haben wir PSV 5, Lens 5 und Sevilla 2. Muss sich Sevilla ein bisschen strecken, um noch mindestens Dritter zu werden. Arsenal spielt gegen Lens um 21 Uhr. Da hatten sie ja das Hinspiel verloren. Können aber jetzt schon mit einem Unentschieden ins Achtelfinale einziehen. Das sollte funktionieren, würde ich sagen. Ob es jetzt PSV oder Lens werden dahinter, müssen wir mal abwarten. Letzter Spieltag werden noch Lens gegen Sevilla und PSV gegen Arsenal. Da geht auch noch einiges. Also könnte noch eine spannende Gruppe sein fürs Finale dann am letzten Spieltag. Schauen wir in die Gruppe C. Alles, was jetzt kommt, ist 21 Uhr. In der Gruppe C ist Real Madrid schon durch mit 12 Punkten, ganz klar, spielen gegen Napoli. Napoli hat 7 Punkte, momentan Zweiter. Braga 3 Punkte, Union Berlin 1 Punkt. Union ist schon sicher raus, spielt in Braga heute um 21 Uhr. Aber das ist auch nur alles Theorie. Ich meine, Braga wird, glaube ich, nicht noch 4 Punkte aufholen. Wobei, letztes Spiel in Napoli haben, da könnten sie noch direkt was machen, wenn Napoli bei Real verliert und sie gewinnen. Es wird noch ein bisschen Rechnerei möglicherweise sein, aber ich glaube, nur sehr theoretisch. Union hat dann zum Abschluss noch ein schönes Spiel gegen Real Madrid, aber da wird es, na gut, die könnten natürlich ein Dritter werden, die Unioner. Stimmt. Wenn sie verlieren, sind sie Vierter, das ist dann gegessen in Braga heute. Wenn sie gewinnen, gehen sie vorbei an Braga. Und dann könnten sie zu Hause gegen Real, vielleicht wieder mit der B-Mannschaft, alles klar machen. Gruppe D. Da ist aber auch schon vorne alles gegessen. Real Sociedad 10, Inter 10, Salzburg 3, Benfica 0. Das ist eben ein bisschen schockierend. Aber die ersten beiden sind klar und sind durch. Real Sociedad und Inter, da passiert nichts mehr. Letztes Spiel, da spielen sie noch um Gruppensieg gegeneinander. Heute Benfica gegen Inter und Real Sociedad gegen Salzburg. Da geht es dann nur noch um zwischen den anderen beiden um Platz 3 und 4. Naja, gut. Das ist die Champions League von heute. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass heute auch wieder in der brasilianischen Liga gespielt wird. Ihr wisst, ich habe euch die schon mal nahegelegt. Es ist da richtig eng beisammen an der Tabellenspitze. Platz 1 bis 6 trennen 4 Punkte momentan. Und das ist natürlich spannend ohne Ende, also kann man nichts sagen. Heute jetzt Flamengo gegen Atletico Mineiro. Flamengo 63 Punkte, Atletico 60 Punkte. Die stecken mittendrin, diesen Pulk. Das ist Zweiter gegen Vierter. Absolutes Topspiel, Sport Digital überträgt ab 23.30 Uhr live von diesem Spiel. Schaut ruhig rein, tut nicht weh und macht gute Laune, wenn man nicht richtig einschlafen kann, vielleicht auf die Nacht. So, das war der Fußballblock. Reicht. Auch an der Stelle, dann kommen wir mal kommen wir mal die NFL als nächstes. Ich hatte sie ja schon versprochen. Week 12 ist rum und wir sehen im Playoff-Rennen bei einigen Dingen jetzt schon klarer, anderes ist plötzlich wieder offen. Fangen wir an mit der NFC. Die Philadelphia Eagles schlagen Buffalo, ein wildes Spiel. In der Verlängerung haben sie das Ding gewonnen, stehen jetzt auf 10:1 und sind ganz klar auf Kurs Number One Seed, können auch als erstes Team am Wochenende die Playoff-Teilnahme überhaupt schon klar machen. Allerdings, das müssen sie tun gegen die San Francisco 49ers und die sind momentan ihr ärgster Verfolger, die sind nämlich mit 8:3 das zweitbeste Team in der NFC und den Eagles auf den Fersen, die 49ers ja gegen Seattle oder in Seattle gewonnen am Thanksgiving-Abend. Ich sag mal so, wenn San Francisco die 1 noch angreifen will, muss ein Sieg her in Philadelphia, da führt kein Weg dran vorbei und dann muss Philadelphia nochmal irgendwo federn lassen, aber die haben ein sehr, sehr verhältnismäßig einfaches Restprogramm, finde ich. Die Eagles haben nochmal bei den Cowboys ein etwas schwierigeres Spiel. Der Rest ist machbar. Ich weiß nicht, ob es klappt. Aber die 49ers müssen vor allem auch Punkte holen, um nach hinten abzusichern. Denn die sind zwar Zweiter, aber punktgleich mit ihnen die Detroit Lions. Die haben jetzt auch 8:3 nach der Niederlage gegen Green Bay. Und Dallas hat 8:3 gegen Washington nämlich gewonnen. Also ist ein ganz, ganz enges Feld. Die hätten sie momentan beide in der Tasche. Aber wer weiß, ne? Wer noch in die Playoffs reinschnuppern könnte, wären die Rams. Die haben jetzt 5:6 nach ihrem Sieg in Arizona. Sind damit nur noch einen Sieg hinter Seattle. Bleibt interessant. Und Atlanta auch auf 5:6. Die haben gewonnen gegen New Orleans, die jetzt auch bei 5:6 stehen. Hier kommt noch dazu, dass einer von den beiden Divisionschampion wird. Atlanta und New Orleans, die liegen beide mit 5:6 jetzt vorne in ihrer Division. Das ist hier diese alberne Nummer, dass da irgendeiner von denen vorne noch was reißen wird. Ich weiß nicht. Will ich ja nicht, aber einer muss es. Und die Vikings, die verabschieden sich langsam aus dem Playoff-Rennen, verlieren gegen Chicago und stehen bei 6:6. Gar nicht so berauschend. Gucken wir in die AFC, da vorneweg eigentlich fast nur Favoritensiege am Wochenende.
Wir haben Kansas City, die haben gewonnen bei den Las Vegas Raiders, stehen auf 8 zu 3. Baltimore gewinnt bei den Chargers, steht auf 9 zu 3. Miami gewinnt bei den Jets, steht auf 8 zu 3. Pittsburgh gewinnt bei den Bengals, die jetzt wohl wirklich raus sind aus dem Playoff-Rennen, steht bei 7 zu 4. Jacksonville gewinnt in Houston, stoppt deren Höhenflug und steht bei 8 zu 3. Und ein bisschen überraschend vielleicht, dass Cleveland verloren hat in Denver. Die Cleveland Browns jetzt bei 7 zu 4, Denver 6-5. Die kommen nochmal, auch gerade fürs Wildcard-Race interessant, denn Buffalo jetzt bei 6 zu 6. Indianapolis hat gewonnen gegen Tampa Bay, steht auch jetzt bei 6 zu 5. Also gerade Denver und Indianapolis sind so zwei Teams, die gerade so richtig mit Drive kommen. Also Denver hat jetzt fünfmal in Folge gewonnen, die standen bei 1 zu 5. Man hat sie schon abgeschrieben, hat schon gesagt, hier, das alles mit Sean Payton als Head Coach nicht funktioniert. Plötzlich gewinnen sie gegen Cleveland ihren fünften Sieg in Folge. Mal gucken, was da noch geht. Nächste Woche dann auf jeden Fall Denver zu Gast in Houston. Auch ein ganz spannendes Spiel um die Playoff-Teilnahme. Topspiel habe ich schon gesagt, am Sonntag ganz klar San Francisco in Philadelphia. Aber es steigt noch ein Kracher am Donnerstag schon, Thursday Night Game, nämlich Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys. Auch das ist ein Topspiel aus der NFC. Momentan wären sie beide in den Playoffs drin. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ansonsten, was haben wir noch am Wochenende? Die großen Kracher fehlen so ein bisschen, wenn man so drüber guckt. Ich meine, spielen natürlich auch alle irgendwo, aber Miami spielt in Washington, live bei RTL übrigens. Ebenso wie im Anschluss dann Cleveland bei den Rams, im Sunday Night Game Kansas City at Green Bay. Monday Night Jacksonville gegen Cincinnati, aber die sind ja auch raus. Also ich glaube, da fehlt dann so der große Knaller am Wochenende. Macht ja nichts, muss ja nicht immer sein. Aber wir haben ja, also das heißt, Job, fehlt der große Kracher, außer San Francisco bei Philadelphia. Weil das haben wir auf jeden Fall und da freuen wir uns auch schon drauf. Was gibt es noch Schönes im Angebot, außer diesen bisher aufgetauchten Sportarten hier? Wir schauen zum Beispiel mal zwischendurch kurz aufs Basketball. Hamburg verliert den Eurocup in Venedig und Oldenburg gewinnt in der Champions League gegen Ostende. Was gibt es heute für die Basketballfreunde? Ein Spiel im Eurocup, nämlich Ulm gegen Bourg-en-Bresse aus Frankreich. 19:30 geht's los. Magenta Sport zeigt's und Magenta Sport zeigt's auch sogar frei für alle, die keinen Magenta TV-Abo haben. European League Gruppenphase ging gestern weiter mit Siegen für die Rhein-Neckar-Löwen und für die Füchse Berlin. Eine Niederlage für Flensburg-Handewitt in Schaffhausen und ein Unentschieden für Hannover-Burgdorf gegen Kriens-Luzern. Das hatte ich noch anzumerken von gestern. Jetzt schauen wir auf die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, denn die beginnt heute. 18 Uhr geht's los. Das Turnier wird gespielt in drei Ländern. Dänemark, Schweden und Norwegen sind die Gastgeber. Die spielen auch alle drei mit und spielen auch jeweils in ihrem eigenen Land. Zumindest die Vorrunde schon mal. Die deutsche Mannschaft hat das Glück, spielplanmäßig in einer Gruppe zu spielen in Herning in Dänemark. Das ist zum einen recht grenznah zu Deutschland, also der grenznaheste aller Spielorte. Es ist die größte Halle und die haben den Vorteil, dass sie dort in allen Spielen des Turniers bleiben könnten. Das ist das Gute an der Sache. Bis zum bitteren Ende sozusagen. Wir schauen kurz auf den Modus. Es sind 32 Teams in acht Gruppen, also acht Vierergruppen. Deutschland startet dort in einer Gruppe mit Polen, Japan und dem Iran. Los geht's gegen Japan, aber erst morgen Abend. Und die ersten drei aus der Gruppe kommen weiter und nehmen die Ergebnisse untereinander mit. Dann gibt es wieder diese handballtypischen Hauptrundengruppen, wo dann immer die drei aus Gruppe A und die drei aus Gruppe B zusammengeschmissen werden, spielen dann nochmal jeweils gegen die aus der anderen Gruppe, sodass dann jeder von denen fünf Spiele in der Wertung hat. Und dann kommen die ersten beide, vier Hauptrundengruppen haben wir, ne? Wir haben acht Vorrundengruppen, es gibt vier Hauptrundengruppen, genau, und da kommen jeweils die ersten beiden dann weiter in die K.O.-Runde. Und dann haben wir Viertelfinale, Halbfinale und Finale am 17. Dezember. So ist es. Favoriten, naja, gut, die Top 3 der letzten WM, würde ich sagen. Das ist Norwegen, Frankreich und Dänemark. Die muss man sicherlich hier nennen. Die reisen hier immer noch mit starken Truppen an. Die deutsche Mannschaft nicht ganz vorne mit dabei bei den Medaillenkandidaten. Aber wer weiß, was da geht. Bei der letzten WM war man Siebter. Und wenn das wieder gelingen sollte, dann wäre man auch dabei bei den Quali-Turnieren für die Olympischen Spiele. Denn die stehen ja hier auch auf dem Spiel. Und die ersten sieben des Turniers, die qualifizieren sich für diese Olympia-Quali-Turniere. Also Viertelfinale ist dann schon Pflicht, aber gehen wir mal eins nach dem anderen. Erster Schritt ist, in der Vorrunde möglichst dreimal gewinnen. Dadurch dann auch zwei Siege mitnehmen in die Hauptrunde. Dann schauen wir mal, wer da noch so alles kommt. Zumindest ist Deutschland in seiner Gruppe, denke ich mal, fürs Weiterkommen favorisiert. Heute geht es los, 18 Uhr Brasilien, Ukraine und Südkorea gegen Österreich und dann um 20:30 Uhr Norwegen gegen Grönland, die spielen hier mit, und Spanien gegen Kasachstan.
Alle Spiele des Turniers gibt es live zu sehen, und zwar nur bei Sportdeutschland TV. Gegen Bezahlung. Man kann dort für 15 Euro den Turnierpass abschließen, dann sieht man alle Spiele. Oder pro Einzelspiel 5 Euro. Kann man auch machen. Das heißt, wenn man schon mal drei gucken will, lohnt sich schon der Turnierpass. Eurosport zeigt diese Spiele zeitversetzt, immer am Tag drauf, soweit ich weiß, in voller Länge, aber eben nicht live. Und The Frühsport ist für euch natürlich jeden Tag auch hier am Start und erzählt, was es denn Neues gibt. Das heißt, ihr könnt auch einfach bei mir hier dranbleiben. Ihr könnt mich abonnieren, das kostet nichts. Freue ich mich sowieso, wenn ihr es tut. Und wenn ihr es noch nicht habt, meisten haben es ja schon, die hier gerade gucken, nehme ich an. Und dann schaut ihr einfach da vorbei und dann freue ich mich. Und ich erzähle euch jeden Tag, wie es ausschaut. Morgen dann also der Auftakt der deutschen Mannschaft. Dann habe ich Volleyball Champions League der Frauen ein schönes Ergebnis. Stuttgart gewinnt bei Asterix Abo glatt mit 3:0. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Und dann geht der Blick natürlich auch noch zur Volleyball Champions League. Heute 15 Uhr Berlin in Ankara, 20:30 Lüneburg bei Guaguas und im CEV-Pokal der Frauen Pallenberg Schwerin beim Dresdner SC. Ein deutsches Duell. Alles das zu sehen auf Sportdeutschland, ne? Das ist ja der Volleyballsender für internationale Spiele. Also könnt ihr gerne reingucken, wenn ihr Bock habt. Für die Wintersportfreunde habe ich aber auch noch was am Nachmittag, nämlich eine Biathlon-Staffel in Östersund. Wir sind immer noch in Östersund, das sah es ja am Wochenende schon gut aus für die Deutschen. Und jetzt gibt es die Frauenstaffel, die Übertragung beginnt, die Staffel beginnt um 15:30 und zwar live auf Eurosport 2 und live im ZDF. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein. Oder im Stream auf sportstudio.de. Sucht euch was raus, da gibt es auf jeden Fall diese Biathlon-Staffel dann zu sehen. Das war's für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr heute so gucken möchtet. Vielleicht wird es ja Biathlon dann nachmittags so zur Einstimmung, dann abends Champions League möglicherweise. Vielleicht guckt ihr beim Handball aber auch schon mal rein oder was auch immer. Ihr werdet was finden, glaube ich. Morgen sind wir wieder da und dann schauen wir mal grob zumindest auf die Conference League und auf die Europa League. Da werde ich, wie gesagt, nicht alle Gruppen durchkloppen, aber mal so aus deutscher Sicht, wie steht's, was muss passieren, wie könnte es weitergehen. Das werden wir mal kurz abklären und dann eben auch der Auftakt der deutschen Mannschaft in die Handball-Weltmeisterschaft. Bis dann, macht's gut, schönen Tag euch und danke fürs Zuschauen. Tschüss.